Hallo zurück zur heutigen Folge von Stranded Deep. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Hütte hier schon ein bisschen vergrößert, sage ich mal. Also sie ist ja noch nicht ganz fertig. Jetzt fehlen hier noch die ganzen Wände. Hier muss natürlich noch ein paar Stützen hin und so. Was ich direkt jetzt schon mal machen könnte natürlich. Dafür brauche ich meinen Hammer. Mein Hammer. Genau, so. Und was ich dann vorhabe ist... ich möchte gerne... Ich möchte gerne diese Hütte natürlich vergrößern und dafür brauche ich Palmenblätter. So. Und die Palmenblätter, also wir haben auf der Insel hier hinten, auf dieser hier, ich weiß nicht, ob man die jetzt erkennen kann im Video, ich sehe sie hier gerade auf jeden Fall, nicht diese, sondern diese hier, da haben wir noch Palmenblätter liegen, die hole ich auch gleich ab. Aber ich weiß nicht, ob die reichen. Ich glaube eher nicht. So, lass mal eben gucken. Hier muss noch einer hin und... Und dort. So. Das heißt, hier brauchen wir noch 1, 2, 3 Dächer. Eine Tür müssen wir noch bauen. Eine Tür können wir, glaube ich, auch erst bauen, wenn ein Dach drauf ist, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, dann würde ich hier noch eine Wand reinziehen wollen. Dann haben wir hier so einen Eingang. Oder hier. Muss ich nochmal gucken, ob ich hier noch Wände mache. Das überlege ich mir dann. So, und an sich, ich finde das schon eine ziemlich geile Geschichte. Also ist schon recht groß geworden. Finde ich gut. So, pass auf, das lasse ich da. Die Axt nehme ich mit. Die Axt ist auch noch in Ordnung. Habe ich da noch einen Speer liegen? Wenn ich noch einen Speer da liegen habe, wäre natürlich geil. Nee, irgendwie nicht so. Sollte ich mir vielleicht noch eins bauen, ne? Ja, das mache ich noch eben. Dann können wir das nämlich auf der anderen Insel parken. Ach Quatsch. Wir müssen natürlich den... So, das Ding hier. Erstmal ein bisschen zerrocken, den Rock. Den Rock zerrocken. So. Na komm. Du und du. Rein mit dir. So, dann können wir das nämlich auf der nächsten Insel, wo wir jetzt gleich hinfahren, wieder als Ausgangspunkt nutzen. Aber jetzt mache ich erstmal Folgendes. Jetzt fahre ich erstmal kurz rüber. Und hole die restlichen Palmblätter von dort hinten ab. Dann haben wir das schon mal gemacht. So, ich bin jetzt gerade noch mal ganz kurz zurück und habe noch mal zwei Sachen dagelassen, denn ich will noch mal eben auf diese Insel, bevor ich hier weiterfahre. Und möchte gern von hier noch den Kram mitnehmen, der hier noch liegt. Ich meine, hier haben wir auch noch Sachen liegen gehabt. Wenn ich mich recht entsinne, war das so. Ich weiß zwar nicht wo, aber ich glaube ihr... Doch, da vorne. Siehst du mal. Ach stimmt, das Haifleisch liegt hier ja auch noch rum. Richtig. Was wir jetzt aber nicht wirklich brauchen gerade. Taschenlampe ist da noch und... genau, pass auf, dann nehme ich nämlich die Palmenblätter so viel, wie es noch, wie noch gehen mit. Wie viel sind denn das noch? Eins, das sind noch mehr. Okay, pass auf, dann lasse ich... dann lasse ich das Speer hier. Das Speer kann ich mir zur Not neu bauen. Dann nehme ich das jetzt mit. Dann habe ich wenigstens so viel Palmenblätter, wie, wie ich auch tragen kann. So, diese Insel, genau. So, dann fahre ich jetzt mal eben rüber. Hier ist, glaube ich, ein Schiffswrack unter mir, ne? Sieht so aus, oder? Ja, das sieht so aus. Da ist meine Insel, aber hier ist ein Hai in der Nähe gerade. Und ich kann das sowieso nicht machen, weil ich voll beladen bin. Das heißt, das kann ich mir jetzt eh nicht holen gerade. Hm, das möchte ich aber gleich gerne noch machen. Oh, da muss ich auf... Oh,
Scheiße, da muss ich aufpassen. Wenn man das nicht richtig abpasst, dann manövriert man sich immer selber aus dem Boot raus. Das ist irgendwie scheiße. Dann holt er so viel Schwung und dann flitzt das Boot unterm Arsch weg. So, sehr gut. Paddel hier lassen. Es wird schon wieder dunkel, ne? Mann. Das ist auch eine Scheiße hier. So, aber Palmblätter haben wir jetzt doch einige. Ich weiß nicht, ob das reicht. Das weiß ich wirklich nicht, aber wir können es versuchen. Zumindest schon mal ein paar Wände zu bauen. Das Bett haben wir ja auch. Das heißt, wenn es gleich dunkel wird, dann können wir auf jeden Fall schon mal uns schlafen legen. So, hier möchte ich gerne eine Wand haben. Das Dach können wir auch schon mal drauf bauen, ne? So, hier. Roof. Roof, roof, roof. Und noch mehr Dach. Zack. So, das ist doch schon ganz nett. So, ein paar der Stützen werde ich wahrscheinlich wieder rausnehmen. Sagt die Uhr. So, in 2 Minuten können wir uns schlafen legen. Super, legen wir uns hin. Ah, schön. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, ein Happen essen müssen wir. Wir haben auf der anderen Insel haben wir ja auch noch genügend Sachen gehabt, die wir zur Not essen konnten. Also genügend andere Kokosnüsse. Die können wir uns sonst zur Not auch noch holen, falls uns die hier mal ausgehen. So, zack. Ich mache das jetzt wieder mit der Axt. Das ist mir mit dem Felsen immer so eine Rumhampelei irgendwie. So, ich glaube, das wird nicht mal reichen, oder? Nee, das reicht gar nicht. Komm, dann hau dir das Ding noch weg. Dann bist du wenigstens satt. Und dann bauen wir noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was wir für eine Tür brauchen. Das muss ich nochmal irgendwie nachlesen oder anderweitig herausfinden. So, noch eine Wand. Jetzt muss ich mir eben gucken, wie das aussehen würde, wenn ich jetzt hier eine Wand hinmachen würde. Ah, okay, geht gar nicht hier so. Das würde ich gerne offen lassen. Das würde ich gerne offen lassen, aber hier soll noch eine Wand hin. So. Ja, das finde ich gut. Es wird langsam, es wird. Noch eine Wand. Na, wir machen erstmal die Außenwände, würde ich sagen. So, hier. Genau, hier hätte ich gerne so einen Gang, wo man dann nach draußen gucken kann. Das fände ich ganz schick. Und ja, dann brauchen wir noch ein paar Wände und dafür brauchen wir wieder Palmenblätter. So. Kommen hier die Sticks mal ordentlich auf den Haufen, dass das nicht so wüst aussieht hier. Was sollen die Leute denn denken? So, uns geht's super. Wir haben hier ein Motorteil. Das andere Motorteil habe ich auf der anderen Insel gelassen. Muss ich nochmal überlegen. Vielleicht hole ich mir das dann nochmal ab bei Gelegenheit. Dann holen wir... Oh, ein Hai. Ich dachte gerade, schwimmt dann so flott, aber das ist der Hai tatsächlich. Das holen wir uns dann auch bei Gelegenheit nochmal ab, aber im Moment halt nicht. So. Der Hammer. Der Hammer, den lasse ich mal hier. Das Speer nehme ich jetzt mit, genau. Und die Axt. Nehme ich die Axt auch mit. Mal eben gucken, wie die so drauf ist. Die ist noch ganz heile. Dann lasse ich die hier. Und die nehme ich mit. So, die Inseln kennen wir. Dann suchen wir uns jetzt mal eben eine andere. Oder aber, pass auf. Ich fahre jetzt erstmal raus. Da war ja das Schiffswrack.
Vielleicht finde ich das jetzt direkt auf Anhieb. Wenn das so ist, dann machen wir das. Dann looten wir das erstmal. Und ansonsten könnten wir auch von dieser Insel noch weiter, vielleicht zu der da hinten oder so. Mal ein bisschen gucken. Nicht, dass ich hier irgendwie Dinge übersehe. So. Oh, das ist aber ein großer. Nicht, dass der irgendwann mal unser Boot hier zum Kentern bringt. Das wäre ja irgendwie blöde. Ich weiß nicht, ob die das machen hier in dem Spiel oder so, aber ich habe das ja schon erlebt, dass die dann das Boot mal anditschen, aber umgeworfen haben sie es noch nicht. Der ist auf jeden Fall hier noch irgendwo in der Nähe. Und ich sehe jetzt auch gerade nirgendwo die Blubberblasen aufsteigen. Warte mal, Blubberblasen? Nee, doch nicht. Oder? Nee, das sah nur so aus. Das sah nur so aus, war es aber gar nicht. Okay, pass auf, dann fahre ich jetzt hier zu dieser Insel erstmal wieder und das ist dann der Ausgangspunkt für meine weitere Reise. Dann würde ich sagen, fahren wir zu dieser da vorne. Dann parke ich das Boot schon mal so. Und dann legen wir unser Speer noch richtig hin. Mal, da ist das die Insel, wo wir gestartet sind. Stimmt, ich erinnere mich. Da, wo wir gestartet sind, das könnte diese sein. Pass mal auf, dann doch, ich fahre jetzt mal hin. Ich bin mir jetzt gerade nämlich nicht mehr ganz sicher. Aber wir hatten ja ganz zu Anfang eine Insel, wo wir auch oh, warte mal. Eine Insel, wo wir auch schon ein Bett und alles hatten. So eine kleine Hütte. Wie, jetzt nichts hier? Ist ja magere Ausbeute hier. Na gut, dann eben nicht. Ja, stimmt. Das war unsere erste Insel, genau. Ich erinnere mich. Ist ein Ding. Und hier sind wir hingereist, genau. Dann lege ich das Speer mal dahin, weil das hatte ich nämlich vorher nicht gemacht. Coole Sache. Guck mal, hier haben wir doch Ducktape und so alles noch liegen. Dreimal, genau. Ja, abgefahren. Und hier ist auch noch massiv viel Holz. Geil. Das ist wirklich cool. Dann nehme ich natürlich das jetzt erstmal alles mit. Na, so viel wie geht, auf jeden Fall. Ich könnte natürlich auch die Axt noch hier lassen. Denn wir haben auf der anderen Insel ja auch noch eine Axt. So, die Motorteile zusammensuchen und so, das mache ich dann irgendwann anders mal. Würde ich sagen. So, und Kokosnüsse sind ja auch noch ordentlich, das ist gut. Das ist echt super. Tja, abgefahren, Mensch. Ach hier, und Yucca-Palmen sind hier auch nachgewachsen. Oder wachsen zumindest langsam nach. Cool, das ist ja geil. Coole Sache. So, dann
Jetzt muss ich mir eben überlegen. Jetzt zu der fahren und dann zu dieser? Ich glaube, die war es, aber... Ja, ich glaube, wir machen das einfach mal so. Das ist dann doch besser. Sonst geht das irgendwie in die Hose. Das sehe ich schon kommen. So, und da sind wir auch wieder zurück. Sehr gut. So, das ganze Zeug hier mal gelassen. Dann können wir uns zumindest ja schon mal wieder zwei Wände bauen, ne? Wenn wir einen Hammer haben. Hammer, Hammer, Hammer. So, Hammer. Haben wir. Noch eine Wand. So, hier. Ich hoffe, das wird nicht zu dunkel hier drin. Das wäre ja auch doof. Aber wird schon, denke ich. Wird schon in Ordnung sein. So, mehr geht leider gerade nicht. Doch überlegen, den Eingang da zu machen, aber ich finde das eigentlich von hier sehr charmant, dass man hier rein kann. Ja, doch, das finde ich gut. So, ich meine, wir können natürlich auch noch mal, pass auf, hier eine Foundation. Das Ding noch vergrößern. Ja, doch, das ist doch schon etwas. Finde ich gut. Vielleicht bauen wir sie nach hier auch noch ein bisschen größer. Müssen wir mal überlegen. Das weiß ich noch nicht. Gut, gut. So. So, und so langsam geht uns hier das Essen aus. Das ist Mist. Das ist wirklich ein bisschen blöde. Ja gut, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ob ich die Kokosnüsse von woanders her hole. Weiß ich noch nicht genau. So, das ist ein Lockshard. Pass auf, dann packen wir da noch zwei Sticks rein. Dann nehme ich mir noch ein Speer wieder mit. Und eine Axt. Ich wollte sagen, genau, doch hier war es, genau. Das waren die Inseln. Dann sind das diese zwei und die, die ich schon kenne. Also diese drei Inseln. Dann bereisen wir jetzt mal diese hier, würde ich sagen. So. Oh, das kann doch kein Mensch sehen, Mensch. Aber so. Okay, die mache ich erstmal noch klein hier. Komm mit, du Juckerviech. Wenn die gerade so schön gewachsen sind, dann muss man sie auch schnell ernten, damit sie nachwachsen können wieder. So, die kommen noch hier zurück zum Haus. Ich weiß gar nicht, kann man irgendwie kriechen? Kann man, aber man kann hier nicht unters Haus kriechen. Schade, ich dachte, dass man da vielleicht dann Sachen lassen kann, aber das geht gar nicht. Aber das macht nichts. Na, doch, kommen doch einige zusammen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe auch gelesen, diese Flare Gun, die soll man abfeuern, wenn wenn man diese Klaviertöne, die manchmal die Ertönen hört. Und dann soll angeblich, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber angeblich innerhalb von 5 Tagen, also in diesem Spiel 5 Tage, ein Boot, also ein Schiff vorbeikommen und soll einen abholen. Also soll einen retten. Und das wäre wohl so eine Möglichkeit, in diesem Spiel gerettet zu werden. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt. Ehrlich gesagt möchte ich im Moment auch noch gar nicht wirklich weg hier. Aber prinzipiell können wir das sicherlich irgendwann mal ausprobieren einfach. Ich meine, ich kann das ja speichern und wenn ich dann wirklich nicht weg will oder so, dann ja, dann lade ich es halt nochmal oder so. Aber ausprobieren sollte man es schon mal, finde ich. Ui, 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 ui. Muss man echt immer so ein bisschen aufpassen hier mit dem Gedöns.
So, da sind wir angekommen auf der Insel. Sehr gut. Muss man eben das Paddel so legen, dass wir wieder zurückfinden. Okay, das wird wohl diese gewesen sein. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also die kennen wir auf jeden Fall ja auch, die Insel. Das ist nicht so wild. So, gut. Ja, ich walte mal meines Amtes und mache hier mal alles klein, was nach Palma aussieht. Und dann, ja, ist wahrscheinlich auch bald wieder Tag. Oh, hier sind auch massiv viele Kokosnüsse. Das ist super. Geil. So, dann fröhlich ans Werk. So, die größeren Palmen sind gefällt. Hier liegen sie alle. Ich muss jetzt noch eben fix klein machen. Und dann haben wir auch, glaube ich, echt genügend Holz und Palmenblätter wieder für unser Bauvorhaben, dass wir unsere Hütte voll ausbauen können. Und ja, das bringe ich dann gleich einfach mal rüber, würde ich sagen. So. So, ich habe alles klein gehackt. Das sieht ziemlich wüst mal wieder hier aus. Ist ordentlich was zusammengekommen. Ich habe mal eben das Paddel ersetzt durch ein Speer, damit wir auf unsere Insel zeigen können. So, und jetzt würde ich sagen, bringe ich mal das ganze Gedöns mal wieder rüber. Man muss halt echt sagen, dass jetzt hier, ich hatte schon ein paar Mal gesagt, also die Unity Engine, auf der das Spiel jetzt halt aufgesetzt ist, die hat zum Teil so ein paar Problemchen, wenn es darum geht, halt so viele Objekte hier zu rendern. Man sieht das hier. Es fängt halt an, unflüssig, also zu haken. Ne? Also das, ja, das ist leider ein bisschen ärgerlich. Muss man mal überlegen. Oder müssen die Entwickler sich mal überlegen, wie sie es machen. Vielleicht sagen sie auch, wenn da mehr als irgendwie und so viele Objekte liegen, dass sie die nicht mehr als Einzelobjekte rendern oder so. Siehst du, das ist echt derbe. Derbe, wirklich. So, das muss man sich dann mal überlegen, aber naja, das ist halt nicht unser Bier. Ich hoffe mal, dass sie das dann performance-technisch noch ein bisschen tweaken werden. Aber ich bin da guter Dinge. Bisher haben sie auch gute Arbeit geleistet mit dem Spiel. Und ja, gut, ich bringe das mal alles rüber und dann sehen wir uns gleich. So, jetzt bin ich wieder in der Nähe der Insel. Ich habe noch nicht alles drüben, aber ich bin jetzt gerade hier bei diesem Schiffswrack. Und das würde ich mir gerne erst einmal kurz angucken. Da ist noch eine Axt drin. Okay. Sonst leider nichts, aber okay. Eine Axt ist besser als nichts. Gut, sonst hier nichts, ne? Okay. So, ich will mal eben hier runter gucken. Hier ist noch ein Schiffswrack, sehe ich gerade. Und da ist ein Fuel Tank drin, das ist ja geil. Und eine Axt. So, ich hoffe, ich finde gleich in die richtige Richtung wieder, denn das ist super, super neblig draußen. Wahrscheinlich werde ich mich massiv verfahren jetzt. Aber mal gucken. Pocket Knife und ach, Cloth, das ist ja cool. Und ein Kompass, yeah, baby. Und ein Carburetor nochmal, das ist ja geil. Geil. So, auftauchen. Auftauchen, Junge. So, gucken wir hier nochmal, ob hier noch eine Kiste irgendwo ist. Ah, da. Siehste. Und ein Airtank. Geil. Wow. Das war mal, das war ja mal geil. So, jetzt weiß ich nicht mehr, in welche Richtung ich musste. Ich glaube aber hierhin. Wir gucken mal. Ah, doch, warte, warte, warte. Das da vorne sieht aus wie eine Insel. Insel, Insel. Da ist eine. Ja, Baby, da ist eine Insel. Geil. Ja, ich bin nämlich gerade auf meiner letzten Tour, den Kram abzuholen. Und hab das jetzt gerade gesehen. Bin ich denn hier? Ist das die Insel? Also es ist irgendeine Insel, aber ich weiß nicht welche.
Guck mal. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich bin mal schön zielstrebig an der Insel vorbeigefahren. Das ist schon die richtige. Na, hier liegen die ganzen Palmenblätter noch, beziehungsweise die Reste. So. Ich kann jetzt allerdings nichts mehr mitnehmen. Das heißt. Pass auf, ich lasse diese Sachen, die ich jetzt hier habe, lasse ich jetzt hier. Das ganze Gedöns hier lasse ich hier. Und nehme jetzt das mit rüber, was ich mit rübernehmen wollte. Weswegen ich eigentlich hergekommen bin, nämlich das. So, vier davon. Gucke ich nochmal eben, ob ich hier noch zwei Sticks finde, dass ich nicht für nur zwei Sticks fahre, weil sonst lasse ich die hier. Dann nehme ich noch das mit, was ich kriegen kann. Was ich sonst noch so tragen kann. Und den Rest, den müssen wir später nochmal wiederholen. So, Stick Nummer 3. Ja, sonst, wenn ich keinen mehr finde, dann ist egal, dann lasse ich die drei Sticks hier liegen, ist kein Problem. Hole ich die später. Denn wir haben drüben auch schon so viele Sticks liegen, also der kriegt schon massiv Probleme mit dem Rechnen gerade. Oh, da ist noch eine Kokosnuss. Wie kommt die denn dahin? Die gehört doch hier hin. Hier musst du sein, du Kokosnuss. So, pass auf, die lasse ich hier. Na, du mach schon. So. So, die lasse ich hier. Und dann nehme ich mit. Dann nehme ich den Fuel Tank mit. Den Kompass nehme ich mit. Den Carburetor habe ich da schon liegen. Cloth nehme ich mit. Und Pocket Knife lasse ich hier auch liegen. Meine Machete natürlich. Und eine Axt. Und was kann ich noch? Den Fuel Tank. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Nehme ich lieber den Hammer noch mit. So, das nehme ich mit rüber. Oder? Nee, pass auf. Ich mache Folgendes. Den lasse ich hier und ich nehme noch vier Kokosnüsse mit rüber. Kokosnüsse natürlich mit rüber. Denn wir haben da drüben nichts mehr zu futtern. So, jetzt bin ich hier und hier ist gerade so ein blöder Hai, der mir das Leben schwer machen will. Vielleicht erwische ich ihn, ja? Das wäre ziemlich cool, weil dann hätte ich wieder ein bisschen was zu futtern hier. So, der müsste tot sein. Und da liegt er auch, sehr gut. Komm mit, du Hai. So, jetzt aber schnell auftauchen hier. Geil, wir haben neues Essen. So, jetzt komm schon, Mensch. Stell dich nicht so an. Ist doch nur ein Hai, den du da transportieren musst. Bist denn du für ein Schwimmer? So, komm mit. Das ist geil, den parke ich gleich mal direkt schön bei mir in der Hütte. Das ist super, der kommt in meine Speisekammer. So, komm mit. Geil. So, den lege ich erstmal hier hin. Sehr gut. Entschuldigung, dass ich jetzt lache. Ich meine, das ist natürlich nicht witzig und so, aber das arme Tier und so. Aber trotz allem, der ist bestimmt sehr lecker. So, vor allem, wenn man sich den vorstellt, vielleicht mit leckeren Kokosnüssen. Das ist bestimmt nicht schlecht. So, geil. Wir haben das, wir haben das. Den Carburetor, habe ich den nicht auch hier? Pass auf, dann lege ich das jetzt weg. Den Carburetor nehme ich mit. Und dann lege ich all dieses Geraffel, was zum Motor kommt, lege ich jetzt mal hier hin. Und, ja gut, das lege ich auch mal hier hin, das Cloth-Zeug. Da muss ich nämlich zusehen, dass ich mir die Ducktapes abhole. Und wenn ich das Duct Tape habe, dann kann ich auch ganz prima. Pass auf, warum habe ich den ganzen Kram eigentlich hier in 1000 Stellen liegen? Ich nehme das jetzt mit.
Und ich parke das alles hier. So, und den Carburetor. Ach, Quatsch. Das Ducktape, wenn ich das dann habe, dann kann ich nämlich auch, da kann ich mir nämlich Bandagen herstellen. So, eine Palme noch. Oh, da muss ich echt zusehen. Ich muss das jetzt verbauen, alles. Alles verbauen, verbauen, verbauen. Crude Hammer, da ist er doch. So, bloß nicht hingucken. Wenn ich hingucke, dann muss er das berechnen. Geil, du kannst auf einem Hai rumlaufen. Kann ich dann hier hochklettern? Komm hoch, komm, schaffst du. Mist. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da hoch will, aber ich will da jetzt hoch. Mist. Nee, klappt leider nicht. Okay, kein Ding. Allerdings liegt der jetzt so blöd, dass ich hier nicht mehr in meine Bude komme. Genau, klapp mal ein, die Schwanzflosse. Ja. Okay, ich baue mal weiter hier. So, kurz speichern. Wall. Wall, wall, wall. So, wie ich gesagt habe, hier kommt eine Wand hin. Zack. War das schon ganz nett, finde ich. Und noch eine Wand. Hier noch eine Wand hinmachen? Ja, finde ich gut. Haben wir hier das Bett stehen? Können wir das auch quer hinstellen? Ich weiß nicht, ob das passt, aber... Ich glaube, das passt nicht. Ja, nur komm. Ach, herrje. So, ich lasse es jetzt so. Gut. Okay, dann haben wir hier schon mal einen Raum. Das gefällt mir schon ganz gut. Muss mir eben überlegen, wie ich das mache. Ob ich hier einen großen Raum mache oder da noch irgendwie noch einen dazu. Oder aber ich nehme das jetzt weg hier. Eigentlich wäre noch größer ja noch geiler, ne? An der Stelle jetzt, also. Das wäre schon irgendwie ganz cool. Pass mal auf, ich probiere das mal. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich muss hier auch mal irgendwie ein bisschen woanders parken gerade. Das geht gar nicht hier. Der freest sich hier sonst irgendwie tot, wenn ich da nicht aufpasse. So, ich muss mal ein bisschen hier wegnehmen wieder. Das ist irgendwie zu viel Zeug auf einen Haufen. Das kann er nicht. Packe ich lieber hier noch ein bisschen was. Und dann ist gut. So. Ja, wir versuchen das mal. Hier kommt noch eine Foundation hin. Die jetzt aber leider nicht passt. Nark. Nark. Menno. Verfluchte Kacke hier. Echt mal. Muss das echt jetzt alles umparken hier, den Mist, ne? So ein Ärger. Muss ich sowieso, weil ich jetzt nämlich vorhabe, hier an der Seite was hinzubauen. Und das geht natürlich nur dann, wenn da Platz ist. So, ich baue mal hier einfach weiter gerade. Ich habe das jetzt alles mal umgeparkt. Hier habe ich schon mal zwei Foundations nochmal hingebaut. So, was jetzt leider nicht geht, ist, dass ich hier noch was hinbaue, denn da liegt jetzt leider das Lagerfeuer und das kriegt er nicht hin. So, ich schlafe nochmal eben eine Runde, damit es wieder Tag wird. So, wir gehen ins Bett, in unser neues Eigenheim, das ist schön.
So. Dann kommt da noch ein Dach drauf. Ein Dach, ein Dach. So. Genau, hier kommen noch Wände hin, würde ich sagen. Oder aber... Oh nee, das ist ja auch geil. Ich das so lasse hier, offen lasse, aber mit Dach drauf. Hat irgendwie was. Wie gesagt, ich würde ja hier gerne noch was hinbauen, aber das geht nicht, weil es zu hoch ist. Was man auch denken könnte, ist, dass man hier vielleicht noch... Entweder hier noch so solche Dinger macht. Dann hätte man hier noch einen Raum und da noch einen Raum. Aber dann wird das zu klein. Das möchte ich eigentlich ungern. Ich möchte sogar viel lieber noch das Ding hier wegnehmen. So, dann ist der weg. Und diesen eigentlich auch, wobei... Ne, den lasse ich stehen. Sonst wirkt es irgendwie... Sonst wirkt es irgendwie blöde, glaube ich. Muss ich später nochmal gucken. Aber jetzt lasse ich ihn erstmal stehen. So... Foundation nicht, sondern noch eine Wand. Eine Wand, eine Wand. Eine Wand, eine Wand. So, hier auf jeden Fall. Und hier kommt auch noch eine Wand hin. Und liegen denn hier noch die ganzen Palmenblätter? Ich dachte, die hätte ich alle weggenommen. Naja, wohl nicht. Mit dem Hai finde ich ja schon ziemlich, ziemlich abgefahren, dass wir da jetzt den Hai bei uns auf der Veranda liegen haben. So, noch eine Wand. Huch. So, hier nicht, aber hier... Genau. Hier kommt noch ein Dach drauf. Ein Dach, ein Dach. Da, 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 ein Dach. Ja, Mensch. Raffel es doch mal, dass du da nicht hochklettern sollst, wenn du irgendwas trägst, du Pfosten. So, das ist doch schon schick, finde ich. Das ist ein geiles Haus. Das gefällt mir echt gut. Ist ein bisschen dicht am Feuer jetzt, aber... Tja, komm, so schlimm ist jetzt auch nicht. So, sehr gut. Ich glaube, diese Palme könnte ich fast noch wegnehmen. Die trägt sowieso keine Früchte. Also keine Kokosnüsse. Dann kommt die jetzt weg. So, hier kommt noch eine Foundation hin, genau. Foundation, Foundation. Da mache ich noch ein bisschen... Das möchte ich gerne noch ein bisschen größer haben hier. So, und auch da noch eine. Dann steht da zwar die Palme mittendrin, aber das ist mir jetzt Wurst. Dann haben wir nämlich wenigstens ein bisschen mehr Platz hier. Können den Fisch mal so ein bisschen beiseite packen. So, mach's dir gemütlich. So, komm mit. Auf, den drehe ich um. Den drehe ich jetzt um. So sieht's aus. Komm mit, du Hai. Mmm, lecker, lecker. So, das ist doch schon schön. Doch, das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Irgendwas müssen wir hier noch machen. Das finde ich zwar gut, aber noch nicht gut genug. Ich meine, was denkbar wäre, ist, dass ich die Wände vielleicht wegnehme hier. Und hier noch Wände hinmache. Aber ich finde das eigentlich so ganz schick, muss ich sagen. Mit der Terrasse hier, das lasse ich auch so. Ne, das mache ich nicht. Das lasse ich so. Aber hier kommt noch eine Wand hin, würde ich sagen. Oder da. Hier noch eine Wand oder da noch eine Wand. Da kommt noch eine Wand hin, so.
Dann haben wir da nämlich noch einen Raum. Ja, oh, das wird voll schön. Das wird voll schön hier. Das ginge. Oder aber so. So mache ich das. Ja, finde ich gut. Dann habe ich nämlich hier meinen Raum. Da habe ich noch, noch einen Raum, wo ich Sachen hinpacken kann. Zum Beispiel kann ich da diesen ganzen Schnickschnack hinpacken, den ich hier so gefunden habe. Ganze Geraffel, was ich hier so gefunden habe, zum Beispiel für den Motor und so, das parke ich jetzt alles hier. Und dann würde ich auch sagen, mache ich mir auch noch mal eine Vorratshütte irgendwo hier in die Nähe. Das machen wir aber jetzt nicht mehr dieses Mal, denke ich mal, das passt jetzt nicht mehr. Aber das kommt auf jeden Fall noch. So, und ich muss, glaube ich, doch, jetzt muss ich was trinken. Wir sind vorhin etwas verletzt worden, als wir da in das Boot sind. Da hat uns ein Hai gebissen. So ein Drecksack. Aber naja, gut. Ich glaube sogar, das war er hier. Der kleine Scheißer. So, Taschenlampen auch noch dahin gepackt. So, und dann werde ich jetzt nochmal eben was trinken, was essen. Zum Glück habe ich ja noch ein paar Kokosnüsse hier. So. So, 1, 2, 3, 4. Ja, ich weiß immer noch nicht. So, das hat gereicht auf jeden Fall. Ich weiß aber immer noch nicht. Mir konnte irgendwie bisher noch keiner eine Aussage darüber geben, ob man die Dinger jetzt wirklich mehrfach trinken kann. Ich habe es nicht rausgekriegt, wirklich nicht. Ich wüsste es gerne. Und wenn ja, wie macht man es dann? Also das würde ich gerne wissen. So, ja, noch ein bisschen was essen. Und dann dürfte es uns auch bald schon wieder gut gehen, ne? Noch ein bisschen was essen. 1, 2. Das reicht. Das reicht, das reicht. Kommt der Rest hier hin. Super, 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 super. Ein letzter Blick auf unsere wunderschöne Hütte für heute. Geil. Finde ich super cool. Wirklich. Ich würde sagen, dann war es das für heute an dieser Stelle. Ich danke dir natürlich wieder vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Das Ergebnis, glaube ich, kann sich sehen lassen. Finde ich wirklich geil. Macht echt Spaß. Und jetzt ist der Klavierton hier wieder. Und ich will mal eben in die Luft gucken, ob hier irgendwo ein Flugzeug ist. Aber ich sehe keins. Leider nicht, nein. Nein, ich sehe nichts. Nee, leider nicht. Okay. Wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe du natürlich, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, wenn du Bock hast, schau auch mal in meine anderen Let's Plays rein. Ich habe dir hier mal so ein bisschen aufgelistet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.